Hallo. So, jetzt gibt es auch endlich mal wieder ein paar Fahraufnahmen von Geil. meinen Autos. Ich war nämlich endlich mal wieder im Megadrom und zwar auf der sehr schönen Outdoor-Strecke und zwar hier mit meinem X-Way SCX Shortcross-Rad. Und Kai war auch da und Tobias auch und beide auch mit Lecker. Shortcross. Wie gesagt, ich bin mein X-Way SCX gefahren, aber zum ersten Mal als Modified. Das hatten wir ja umgestellt. Vorher war 13 halber. Ja, und jetzt habe ich einen 5,5 Turn Hobbywing drin. Geht auch gut ab Kennst auf der du? Geraden. Hoher Endspeed. Ein bisschen wenig Drehmoment manchmal Ja, ein bisschen auf so vor den Sprüngen. Aber das muss man noch mal ein bisschen feintunen. Kai ist hier der orangefarbene. Mein SCX ist der graue. Und Kais Shortcross Ja, Truck ist hast ein gesehen, Losi 3-1. 22 Geht's? SCT 2.0. Also ein schon sehr, sehr altes Wieso habe ich da Auto. keinen Grip? Sind das die Der ist Reifen? ja auch schon in der Halle ein Rennen mitgefahren, Bei aber dir? da hatte das Auto noch nicht sehr gut funktioniert. Hier hat es jetzt aber sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Und nur er ist nur sehr defektanfällig, weil er ist einfach alt. Ja, und Okay. Tobias, das ist Na. der pinke Shortcross, der kommt gleich auch noch ins Bild. Poema. Das ist auch ein sehr altes Auto und zwar der Durango 2WD Shortcross Truck. Also zwei Oldtimer, die auch entsprechend ein paar Reparaturen brauchten und mein X-Way SCX. Ja, und hier auf der Geraden ist ein so eine kleine Stelle, die sieht man kaum. So eine kleine Welle. Und da hebt das Auto leicht ab. Und der Wind kam, hatten wir Gegenwind auf der Geraden. Und dann kriegt diese Karosserie Unterwind. Und dann will das Auto wie so ein Flugzeug auf mal wegfliegen. Das kriegt man aber sehr gut geregelt, indem man an dieser einen Stelle, das weiß man ja dann, wo die ist, kurz vom Gas gibt. Geht, dann kriegt das Auto so einen Moment nach vorne und dann hebt es nicht mehr ab. Ja, hier sieht man meinen SCX jetzt mal ein paar Runden alleine fahren. Zum Fahrverhalten muss ich sagen, der fährt sich echt super. Ich habe nichts zur Halle verändert. Also ich fahre die Dämpfer und Federn so wie in der Bauanleitung Stock, also Federn 4.3. Und Stabis habe ich vorne 2.0 und hinten 1.8. Und vorne fahre ich die Proline Prism Reifen und hinten Schumacher Minipin. Und ja gut, das funktioniert halt wirklich gut, muss man sagen. Was mache ich denn? Na, ah, krass, voll festgefahren. Ich wusste es, dass das. Warte, ich versuche umzustellen. Ich wusste es, weil das kam nämlich gerade. Ich hatte das nämlich genau gerade. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich wusste, jetzt kommt der Wind und habe gelupft. Ja. Man muss hier ein bisschen lupfen auf der Geraden, sonst geht's nicht. So, okay. Ist so geil, ey. Der Wind kommt aber auch von der falschen Seite. Wir haben ja leider Gegenwind auf der Geraden. Über diese Kante, da musst du lupfen, dann geht's immer.
Man kriegt am passendes Moment nach vorne. Ah, der andere Shortcut ist auch da. Sehr gut. Meine ist auch kaputt. Meine auch schon wieder. Scheiße. Ups. Los! Ja, und hier fahren wir jetzt mal ein kleines Fun-Rennen zu dritt. Aber man sieht auch an der Geschwindigkeit, dass die beiden älteren Shortcuts von Losi und Team Durango da eigentlich ganz gut mithalten, auch wenn sich da Kai jetzt ziemlich ablegt auf der Bodenwelle. Aber man hat das auch so den ganzen Tag gesehen. Eigentlich war ja ein Rennen geplant, das ist jetzt samstags gewesen und Sonntag wäre das Rennen gewesen, aber es gab mal wieder zu wenig Teilnehmer, deshalb wurde es abgesagt. Aber hätte das Rennen stattgefunden, wäre es sehr spannend geworden, weil ich glaube, wir machen alle mal so einen kleinen Fehler, das bleibt natürlich auch nicht aus. Und vom Speed her war es auch ziemlich gleich. Einzig die Defektanfälligkeit war natürlich bei den beiden älteren Autos höher. Wow. Und ich habe gewonnen. Fertig. Los. Nein! Ausgeschieden! Okay, wer macht's bei euch? Ja, der Tag hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn es nur so Just for Fun Training war. Aber Shortcuts macht einfach Spaß, vor allen Dingen auf dieser großen Outdoor-Strecke und dann mit Modified auf der langen Geraden. Das ist einfach toll. Und ich hoffe, dass ich mal wieder ein paar Leute finde, die auch ein Rennen fahren wollen. Und dann vor allen Dingen auch bei Shortcuts. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant und ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, weil die Autos fahren halt nicht so präzise, aber das macht es halt aus und das ist einfach lustig. Kai greift mit Allrad und als Buggy an. Oh, ich habe keinen Vortrieb mehr. Ich glaube, mein Akku ist leer. Ich bin trotzdem noch vor Kai.